Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge Varioland 2. Wir befinden uns immer noch in Mazewoods und zwar ist diesmal die Story 5 dran, Defeat the Giant Bee. Das heißt so viel wie ein neuer Endgegner. Und wir haben hier wieder diese lustigen Bienen. Und können hier wieder einige Münzen holen, indem wir uns stechen lassen. So, hier müsste nichts mehr sein. Und jetzt müssen wir aber versuchen, ungestochen hier uns den Weg zu bahnen. Was gar nicht so einfach ist. Weil die lauern hier schon. Wirklich ziemlich gierig. So, ich hab dich überlistet. Oh Mann, warum hat er das jetzt ausgebremst? So. Ganz easy alles. Ich hoffe nur, dass wir nachher das Schatzzimmer erwischen. Alles andere sehe ich relativ locker. So, hier oben sind noch Münzen. Und hier unten, seht ihr, sind dann auch noch Münzen. Die will ich mir auch noch holen. Aber ich gucke erstmal, was es hier gibt. Okay, ist noch eine Tür. Ich guck mal fix. Alles klar, also das scheint der Raum zu sein, wenn wir dann beim Bossgegner scheitern sollten, werden wir hier wahrscheinlich rauskommen. Hoffen wir es mal nicht. Was zu holen gibt es ja da auch nicht mehr irgendwie, dass man da noch Münzen bekommt oder so. Deshalb gucken wir einfach mal, sammeln hier noch ein bisschen was ein. Und hoffen dann, dass wir es gleich beim ersten Mal praktisch beim Endgegner durchkommen. Oh, der ist runtergefallen. Oh, hier ist ein geheimer Gang. Und hier sehen wir, dass hier noch so eine geheime Kuhle ist. Oh, und hier ist eine Tür. Ich habe so eine Ahnung, was da sein könnte. Ich glaube, ihr auch. Oh, da ist noch ein... Ich glaube, da war gerade noch sowas, oder? Naja, egal. Spielen wir erstmal eine Runde. Und zwar auf normal. Es muss jetzt klappen, weil wir haben nur noch 5 Münzen. Und so ein Drache oder so ein Fuchs, was auch immer das darstellen soll. Das? Ja, ich habe ihn gesehen. Der müsste hier sein. Genau. Und damit gewinnen wir wieder was Schönes. Und zwar diesmal sind das Bananen. Sieht aus wie Bananen. Ja, genau, wie ich gedacht habe, hier geht es nochmal runter. Zwar müssen wir hier durch und können uns nochmal Münzen besorgen. So. Damit müssten wir hier fertig sein. Und können hier unten weitermachen. Ich will aber noch gerne hier mal mir die Münzen noch abholen. Aber das war schon ein bisschen gemein gewesen, weil... Ich denke mir einfach mal so, wenn jetzt nicht der Gegner gerade vorhin runtergefallen wäre, dann hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass da unten was ist, weil das sah ja so aus wie ganz normaler Boden eigentlich. Och Mann, hier. So. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das vorhin passiert ist. So, jetzt müssen wir hier... von der anderen Seite kommen. Und ich würde mir aber noch das hier fix kaputt machen. Also diese Seite. Und ich schätze aber einfach mal so, wir müssen hier wirklich auch noch den letzten Stein wegmachen, sonst wird das nichts. Oh, eine durchsichtige. Klasse. Da freue ich mich. Oh nee, ne? Oh, wir müssen noch den hier wegmachen. Und den wahrscheinlich auch. Aber der Gegner ist schon wieder da, das ist gut. Oh, da springe ich immer noch oben. Das ist doch doof. So, und jetzt. Und jetzt treibe ich den wieder nach vorne. Jetzt drehe ich mich. Und das dürfte jetzt reichen.
rolle ich einmal von beiden Seiten, um mir die Münze zu holen. So, und nochmal hier. Genau. Komm, 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 die kriege ich noch. Nein. Hätte nicht sein sollen. Sollte nicht sein. Egal. Und wir sind beim Endgegner. Und da kommt sie auch schon, die Biene. Sieht ein bisschen alt aus, oder? Oh Mann, die habe ich nicht getroffen. Im Moment ist sie noch ziemlich berechenbar, wie ich finde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Du kriegst mich nicht. So. Oh nein, jetzt kommt zwei. Scheiße. Ah, es reicht, die einfach nur so anzustupsen. Gut. Oh, nicht noch mehr, bitte. Nein. Oh, jetzt kommen wieder... Na, Gott sei Dank nur zwei. Oh, plus die große... Ach du... Oh, nein. 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 Wir müssen es nochmal machen. Es tut mir leid. Freunde, es tut mir leid. Wir müssen nochmal ran. Aber die Endgegner werden definitiv nicht einfacher. Was soll's. Wir werden das schon schaffen. Irgendwie. Ich glaube an uns. So. An sich, die Biene ist ja kein Problem. Die Kleinen sind das Problem. Gut, ich muss die von oben wirklich treffen. Von der Seite so anrumsen, das funktioniert nicht. So, jetzt kommt sie wieder. Nein! Wie konnte ich nur darüber laufen in dem Moment? Das war wirklich jetzt Dummheit. Das war Dummheit. Naja. Stellt euch schon mal auf ein langes Video ein. Oh nein. Und nochmal. Also der Endgegner ist jetzt schon ein bisschen hart, finde ich. Oh. Oh nein, jetzt bin ich auch noch drüber gesprungen. So ein Mist. So. Jetzt kommt ein kleiner. Oder eine kleine, besser gesagt. Die eine geht ja noch, aber wenn dann mehrere kommen, dann habe ich ein Problem. Jetzt kommen wieder zwei. Oh nein. Puh. So, jetzt kommt die wieder. Meine gute Freundin. Oh, und jetzt wieder zwei und ich muss die möglichst schnell wegbekommen, weil dann, ja, die große kommt. Oh nein! Ich habe den einen weggekickt und gleichzeitig hier... Oh, mich stechen lassen. So was Dummes. Mm, bitte verzeiht mir. Das kann noch ein bisschen dauern. Puh. Mann, 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 Mann. Wenn ich das schaffe, werde ich mir erstmal einen Kaffee machen. Ich glaube, das habe ich dann verdient. So, jetzt kommt der Kleine. Oder die Kleine. Oh, ich werde immer schlechter. Ich werde immer schlechter. Aber es ist nicht so schlimm. Weil wir haben unendlich Leben. Das ist das Gute an Wario. Er stirbt nicht. Egal, was passiert. Wir können unendlich oft hier wieder reingehen und wieder diesen Bosskampf versuchen. Und ich hoffe, dass es irgendwann klappt. Oh, Mann. So, Biene. Oh, die Kleinen sind so heimtückisch, finde ich. Vor allem, wenn die in der Mehrzahl sind. Oh, das war nochmal knapp jetzt. Jetzt kommen wieder die zwei. Ich hasse die. Ich hasse die so dermaßen. So,
die Mutter. Miss Königin Biene. So. Und jetzt 2 plus Königin. Oh nein. Oh. Ja! Ja! Bitte! Ja! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Endlich. Und wir haben sehr viele Coins. Das ist doch mal wunderbar. Oh, ich bin so erleichtert. So, das könnte jetzt eine 5 sein oder eine 6. Das heißt, wir nehmen noch eine Karte. Auch wieder dasselbe. 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 Da will uns jemand wieder ärgern. Och Mann. So, das ist jetzt eine 6, würde ich sagen. Und es ist die 6. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Ja, man sieht sich zum nächsten Level. Tschüss.